Prinzipiell muss man mal sagen, dass es momentan sicherlich sehr wirtschaftlich schwierige Zeiten sind, die aber noch dadurch verstärkt werden, dass das Hereinarbeiten von ausländischen Firmen die Kärntner Betriebe massiv unter Druck bringt. Und wir haben speziell im grenznahen Bereich wirklich massive Umsatzrückgänge, die speziell im baunahen Bereich bis zu 50% ausmachen. Die Firmen sind natürlich gezwungen, Mitarbeiter freizusetzen. Das bedeutet in weiterer Folge für diese Region einen Kaufkraftverlust. Und damit wird sich die wirtschaftliche Situation eher nach unten bewegen als nach oben. Ja, aus der Sicht für die Kärntner Betriebe leider desaströs, weil wir über 390 Strafanzeigen wegen rechtswidriger Tätigkeit im Inland dementsprechend mit einem Volumen von über 2 Millionen Euro und 700.000 Euro an Barexekutionen gestellt haben. Auf die heimische Wirtschaft insofern sehr, sehr große Auswirkungen, weil im grenznahen Raum Auftragsrückgänge zu verzeichnen sind. Auftragsrückgänge bedeuten für uns weniger regionale Beschäftigung, das heißt mehr Arbeitslose und die Wertschöpfung als solches, die im Land nicht erhalten bleibt, die geht dem Land im Grunde auch verloren. Ja, in Kärnten ist es wirklich signifikant. Natürlich gibt es österreichweit, speziell im grenznahen Bereich zur Slowakei bzw. Ungarn und dergleichen mehr, da haben wir diese Thematiken. Aber Kärnten ist halt leider in der Fall ein negativer Rausreißer, weil auch unsere Bevölkerung vielleicht nicht so mit Geldmitteln gesegnet ist und sich immer wieder versucht, beim Billigstbieter statt beim Bestbieter einen preislichen Vorteil zu verschaffen durch den Einkauf. Wir werden den Kontrolldruck im Rahmen unserer Möglichkeiten noch mehr erhöhen, um ganz klar sichtbar zu machen, dass es von Seiten der österreichischen Behördenlandschaft bzw. der Finanzpolizei und dem gesetzlichen Auftrag, das verbönt ist, dass man einfach rechtswidrig in Österreich irgendwelche Tätigkeiten verrichten kann, selbst um der globalisierten Welt dahingehend, dass es jeder, der in Österreich tätig ist, muss sich nach den österreichischen Rechtsvorschriften dementsprechend bewegen. Momentan ist es leider so, dass die privaten Auftraggeber kaum Strafen zu befürchten haben, aber, und das ist auch sehr bedeutend im grenznahen Raum, dass wir immer wieder die Beobachtungen haben, was die Gewährleistung und die Garantie dieser ausgeführten Tätigkeiten betrifft, die geht natürlich verloren über die Grenze. Das heißt, für diese Tätigkeiten gibt es weder eine Gewährleistung noch eine Garantie. Ja, wir wollen natürlich das Kontrollsystem engmaschiger aufbauen. Es soll an allen Grenzstationen Kärntens passieren, was derzeit schon der Fall ist. Wir werden natürlich mit den einzelnen Organen noch mehr zusammenarbeiten. Der Schulterschluss wird verstärkt werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden. Die Finanzpolizei ist ein toller Partner. Wir arbeiten wirklich alle zusammen auf Augenhöhe zum Wohle der Kärntner Wirtschaftstreibenden. Also wir in Österreich haben sehr hohe Strafen, die eben von 1.000 bis 20.000 Euro gehen und pro Arbeitnehmer, und das wirkt sich auch dementsprechend schon aus. Zum einen muss ich sagen, wir sind sehr froh aus Sicht der Gewerkschaft, diese Kooperation mit der Wirtschaftskammer, mit den Sozialpartnern. Der Kriterienkatalog im Bestbieterprinzip war eine sehr wichtige, sehr bedeutende Maßnahme, weil erst dadurch die öffentlichen Aufträge weg von dieser Billigschiene kommen, wo wirklich Kriterien hinterlegt sind, die mit aufgenommen werden können, die natürlich auch überprüft und kontrolliert werden müssen. Kriterien im sozialen Bereich, ökologische Kriterien, die auch sehr große Bedeutung haben. Im sozialen Bereich ist es unser sehr großes Anliegen, regionale Betriebe, die Auftragsvergabe zu erleichtern, die Lehrlinge beschäftigen, die ältere Arbeitnehmer beschäftigen. Und im ökologischen Bereich ist es ganz klar, dass man die Transportwege einschränkt und den Einsatzradius etwas einschränkt, damit zum Beispiel die Bauarbeiter nicht hunderte Kilometer fahren müssen, um auf die Arbeit zu kommen.